Ja, wir können einfach nur weiter warten, oder? Oder vielleicht gehen wir mal da oben. In den anderen Bereich, der mir irgendwie riskant vorkam. Wenn man hier keinen Fehler macht, kann man dann... Man könnte sich hier vielleicht vorher überlegen, wie der Weg ist. Ich nehme an, wenn wir den Magneten nehmen, spawnen wir hier drüber. Und dann den ganzen Weg vorher überlegen, für was eigentlich? Um die Lampe zu bekommen? Um an Munition zu bekommen? Zu kommen? Nee, okay, sehe ich jetzt irgendwie doch keinen Grund. Wir würden die Lampe kriegen, aber die Lampe bringt ja eigentlich nichts, die Räume kann man ja auch immer so sehen. Ach, da sind Beeren. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Gar nicht gesehen, dass man da hinkommt. Ja, endlich. Hier auch wieder. Hier auch. Und schon geht's uns wieder besser. Aber ein Leben fehlt uns immer noch. Oh, keine Säure. Ich mache noch mal ein bisschen auf schnell. Okay, wo wir jetzt gerade warten müssen, kann ich ja mal kurz erzählen. Ich habe vor kurzem angefangen, ein robotartiges Spiel zu programmieren. Also, was ich irgendwie so im Sinn habe, letztendlich ist ein Spiel, was sich wie Robot anfühlt. Ich mache selber viele gerne viele so Puzzles und Zahlenrätsel und so ein Kram und habe auch schon eine ganze Menge Ideen, was man da so machen könnte. Also, da bin ich halt im Moment dabei, habe schon jetzt die ersten Sachen umgesetzt, also das Männchen läuft schon, man kann durch die Räume gehen, ich habe einen Editor für die Räume und so weiter gemacht und würde vielleicht auf diesem Weg auch mal fragen, ob jemand Lust hätte, an sowas mitzuarbeiten. Also ich würde das Ganze in Java programmieren, also beziehungsweise ich programmiere das Ganze in Java, natürlich schön objektorientiert und mein Ziel ist, dass es dann so dass es dann später irgendwie möglich ist, quasi auch jede von den alten Robot-Episoden damit zu bauen. Ja, ob mehr oder weniger vollständig, weiß ich nicht. Also ob man zum Beispiel jetzt den Computer aus Robot 1 umsetzen muss, weiß ich nicht. Aber zumindest diese ganzen Items, die es gibt und so, dass man sowas alles damit umsetzen kann, das wäre mein Ziel. Und dass man halt auch neue Episoden damit bauen kann. Ja. Also würde ich mich freuen, wenn ihr euch da meldet, vielleicht einfach mal hier mir über den YouTube-Kanal eine Message schicken, ob ihr Lust hättet, Lust und Zeit irgendwie einfach daran mitzuwirken. Ja. Das kann auf ganz viele Weisen sein, dass entweder als Programmierer oder wenn ihr Grafik oder Sound oder irgend sowas machen wollt oder einfach nur Ideen für das Spiel haben wollt, wenn ihr daran interessiert seid, dann sagt Bescheid. So, und der andere Typ da ist immer noch nicht gestorben. Ja. Also ihr könntet dann auch später die Sterbewahrscheinlichkeit von diesen Monstern da herabsetzen, und dann würden die viel schneller sterben. Das wäre ja dann gar kein Problem mehr. Okay, vielleicht mache ich jetzt einfach mal einen Cut später in das Video rein, wo ich so lange hier warte, bis der Typ da stirbt.
Na, okay. Er stirbt einfach nicht. Lohnt das überhaupt zu speichern jetzt? Was könnten wir denn überhaupt jetzt erreichen hier? Können höchstens weitere Teile da einsammeln. Wir können Burger einsammeln. Ich sehe irgendwie gar nicht, wie wir weiterkommen. Ach doch, das Haus. Das Haus wäre noch ein Punkt. Im Haus waren wir noch nicht. Aber ja, müssen wir erstmal hinkommen. Und dafür muss ja der Typ erstmal sterben, oder? So, jetzt mal stoppen hier. Okay, wir kriegen den Burger. Etwas zu essen gefunden. Proviant zum Mitnehmen. Igitt. Sowas willst du essen? Okay, ein bisschen Energie ist schon drin. Wenn du kein Blumenfreund bist, kannst du mit der Sichel jeden Gärtner zum Wahnsinn treiben und dir eine Schneise schneiden. Ja, das klingt doch ganz gut. Haben wir neue Gegenstände. Und ich würde immer noch gerne zu den ganzen Beeren da hinkommen. Oder hätten wir einfach gleich von Anfang an uns die Schleuder da holen sollen mit einer Säure? Ja, hier kriegen wir jetzt auch nur. Ach, da unten. Ja, doch, da unten geht's noch weiter. Wenn man eine Säure hat, haben wir nicht. Können wir kriegen, wenn wir da links einmal reinkommen. Okay, von hier aus sollte das gehen. Aber ich sammle erstmal hier ein. Knoblauch ist auch gut. Von hier aus, wenn wir uns ein bisschen links halten, ne, müsste es klappen. Den Doppelgänger brauchen wir gar nicht mal. Und jetzt hoffentlich wieder heil rauskommen. Ich habe so Angst, dass wir da einmal in so einen Busch knallen. Das ist so doof, wenn man. Oh, das war knapp. Ja, das ist so doof, wenn man nur noch ein Leben hat. Wenn wir da jetzt einmal rechts landen, dann geht's weiter. Dann können wir einen neuen Screen entdecken. Das finde ich so aufregend bei Robot. Neue Screens zu entdecken. Ja, endlich. Okay, hier ein bisschen. Ach so, von hier geht's. Ja, jeder Raum ist irgendwie besonders. Also, ich finde, die haben schon gute Arbeit am Level-Design geleistet. Hoch, kommen wir da überhaupt hin? Hey, ich will da unten hin. Ach nee, komm. Ja doch, es ging irgendwie. Ja, die haben schon gute Arbeit geleistet, vor allem, da ich jetzt so den eigenen Editor da schon habe, so ein bisschen und selber Sachen baue. Ich finde immer meine Screens sehen ja nicht so toll aus. Ist in nächster Zeit mal ein stilles Örtchen aufsuchen. Okay. Meine Screens sehen dann immer nicht so toll aus wie die aus dem Original. Das ist hier kleines Dorf. Oh, da gibt's wohl eine Brücke rüber, oder? Was sind das hier? Aufwendige Dekoration, sicher ziemlich kostspielig, allerdings gar keine Funktion. Ja.
Aber nicht kostenspielig für den Programmierer, der den Grafiker einstellen musste. Das andere ist eine Brücke, nehme ich an. Richtig, eine Brücke. Und mit List und Tücke lässt sich nicht nur, lässt sich auch anders passieren als nur schlichtes Überqueren. Ist das irgendwie aus, ich dachte eben, das wäre irgendwas aus Max und Moritz. Irgendwas mit der Brücke und Tücke oder so. Aber vielleicht meinte das, meinte der irgendwas mit hindurchschwimmen? Ja, okay, die Monster kann ich zwar befreien, aber ich komme noch nicht durch die Tür. Und dann würde ich zum Dorf kommen. Ach ja, das Labyrinth im Wald. Ich finde schon cool, da so ein kleines Dorf. Gibt's da überhaupt Türen? Ich sehe gar keine Türen. So ein kleines Dorf im Wald. Wir können auch einfach wieder rausgehen hier, oder? Ist ja ansonsten nichts Wichtiges hier. Und wie kommen wir jetzt von hier aus weiter? Wir sind am sichersten. Also durch diese Enge, da will ich nicht schwimmen, dann eher hier. Und das Fragezeichen. Und hier müssen wir jetzt zurückkommen, ja. Okay, das Örtchen aufsuchen, das war doch hier, ne? Können wir das besuchen? Zu viel isst, muss auch irgendwann mal aufs Klo. Du gehörst vielleicht auch bald dazu, ohne vorher entrichtete Bezahlung geht hier jedoch nichts. Okay, ich muss das bezahlen. So wie bei Karstadt. Wo man dann immer 50 Cent bezahlen soll oder so. Ging es auch nicht durch, ne? Andere Seite auch nicht. Ach, da oben ist Geld. Das Geld könnten wir vielleicht gebrauchen, ne? Aber sind dann gefangen. Das da für ein Untergrund? Du kannst auf Sand leider nicht ganz so schnell laufen. Ist das auch Sand? Okay, ist beides Sand. Der Schornstein. Das hier schlicht ein Teil eines Daches. Das hier bestimmt auch.
Haben wir irgendein Wort, was wir legen können im Moment? Links könnten wir legen. Weil ich überlege halt wieder nach unten zu gehen. Und dann unten versuchen, mit einem Spruch die Tür zu öffnen. Und dafür müssten wir halt die Buchstaben für Tür zusammenbekommen. Wir kriegen ja neue Buchstaben, indem wir alte Buchstaben benutzen. Zum Beispiel, ja, links können wir legen, ne? L, I, N, K, S. Der Wurm, oh, der Wurm geht auch Kurven jetzt von alleine. Also ohne gegen eine Wand zu stoßen. Ein T hätten wir, ein E, ein R, fehlt uns eigentlich nur ein U. Was gab's dann noch? Es gab Hilfe. Wo? Gold sollte man nicht legen. Das gab's noch. Kill. Haben wir auch nicht. Rechts. Ah, da müssen wir unser T benutzen. Okay, das ist das Einzige, was mir jetzt hier einfällt. Um weitere Buchstaben zu bekommen. Ich glaube, wir haben U, aber unser T ist weg. Ah, und das R auch, ne? Kill gibt's auch gar nicht mehr, oder? Das war doch jetzt was Deutsches. Also wir haben noch nicht viel erreicht bisher. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir nochmal neu an und versuchen uns sofort die Schleuder zu holen. Macht das mehr Sinn? Esse ich mal den Burger. So. Oder gibt es noch irgendwas, was wir hier legen könnten? Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach so langer Zeit immer noch keinen Schlüssel haben. Okay, was können wir mit zwei weiteren Säureflaschen anstellen? Wir können sicher gehen,
dass wenn hier irgendwann mal die Sperren aufgehen, dass wir dann an die Schleuder kommen, weil ich weiß nicht, wie viel Erfahrung man braucht für diese Türen da. Leider keine Post.